Hi! In dem heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr die anonyme Anruffunktion bei eurem Samsung-Telefon ausschaltet. Ja, das ist, wenn bei anderen Leuten, wo ihr anruft, private Nummer dasteht, dann ist bei euch diese anonyme Anruffunktion eingeschaltet und ich erkläre euch hier, wie ihr die wieder ausschaltet. Viel Spaß! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt, wenn ihr Fragen habt, einfach das in die Kommentare. Ich antworte darauf. Viel Spaß! Du hast bei deinem Samsung-Gerät anonym Anrufen aktiviert und möchtest das wieder deaktivieren, so dass deine Rufnummer bei den Leuten angezeigt wird, bei denen du anrufst. Das ist gar kein Problem. Dafür gehst du auf das Telefon, danach hier oben auf die Einstellungen, beziehungsweise manchmal sind die auch hier in der Mitte, diese drei Punkte. Dann wählst du hier Einstellungen. Dann wählst du hier den Punkt Zusatzdienste. Und hier gibt es oben den Punkt, Moment, es lädt noch. 6 Stunden später. Der Punkt Anrufer-ID anzeigen. Und hier müsste bei dir aus Nummer verbergen ausgewählt sein. Und wenn du jetzt Nummer anzeigen auswählst, dann wird, sobald das fertig geladen ist, ab jetzt deine Rufnummer immer dann angezeigt, wenn du jemand anders anrufst.